Die Finanzkrise hat nun aber vollends sichtbar gemacht, wohin der Hase läuft. Er läuft, wenn überhaupt, im Augenblick rückwärts. Denn schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren für ihre Auftraggeber im Hintergrund die Finanzeliten der Wall Street, die sogenannten Finpols, also Finanzpolitiker, wie der Soziologe Ferdinand Gamburg sie damals nannte, die maßgeblichen Stichwortgeber der großen Politik. Also dass die Finanzmärkte und die Finanzeliten bei Wall Street die Politik bestimmt, ist nichts Neues. Das gab es schon in den 30er Jahren, das gab es sogar schon Ende des 19. Jahrhunderts. Seit den 60ern aber befand sich diese Machtelite, diese Finpols, in einer Krise. Es gab Gegensätze zwischen weltoffenen Handelsliberalen und konservativen Isolationsideologen. Der Militärindustriekomplex mischte mit. Die neuen Informationstechnologien brachten neue Mitspieler in die Oberschicht. In den 80ern schienen sich die traditionellen amerikanischen Herrschaftsstrukturen gänzlich aufgelöst zu haben. Leute wie etwa auch Mitt Romney, die Industrieunternehmen aufkauften, skelettierten und daran verdienten, griffen die alten Business-Eliten an. Mathematische Tüftler kreierten komplizierte Finanzinstrumente, welche die älteren Top-Manager selbst nicht mehr verstanden. Aber es scheint, dass gerade der finanzpolitische Tsunami alte, traditionelle Machtverhältnisse erst einmal wiederhergestellt hat. Wir haben also eine Rückkehr dieser alten Formen von Plutokratie, zumindest in den Vereinigten Staaten, zu verzeichnen. Ein anderer Aspekt ist eine Seite, die in den Diskussionen um die Reichen, um die Krise der Finanzmärkte und so weiter im Augenblick noch keine zentrale Rolle spielt, nämlich die Rolle der Militär- und Geheimdienste. Ich kann das hier auch nur antippen. Für das kapitalistische Projekt dieser Art bleiben natürlich auch die Gewalt- und Überwachungsapparate zentral. In allen Ländern Europas steckten dem Militär noch lange Zeit die Schrecken des Zweiten Weltkriegs in die Knochen. Ihre unbelehrbare Kriegerkaste musste in Winkeln und Geheimorganisationen wie Gladio auf bessere Zeiten warten. In den USA war das anders. Zum Konzept einer Pax Americana gehörten auch Militärapparate und Kriegswirtschaft. Dort war das Militär, gestärkt durch den Weltkriegssieg und beschleunigt durch den Koreakrieg, nach 1955 fast selbstverständlicher Teil der Machtelite geworden. Der amerikanische Soziologe C. Wright Mills hat das schon 1956 in seinem noch heute lesenswerten Buch The Power Elite ausführlich beschrieben. Und auch die Warnung Dwight D. Eisenhowers am Ende seiner Präsidentschaft vor einem Militärindustriekomplex und die Protestbewegung gegen einen Pentagon-Kapitalismus in den 60ern und 70ern fanden ja nicht im luftleeren Raum statt. Generäle und Rüstungsindustrie stellen bis heute und sogar in wachsendem Maße ein Machtzentrum dar, dem sich die amerikanische Politik und damit auch die bis jetzt beschriebenen Machtkomplexe oder von mir aus auch Geldmachtkomplexe nicht entziehen können. Damit ist auch gerade Obama konfrontiert. Dieser Militärapparat wird derzeit zu einer weltumspannenden High-Tech-Kampfmaschine umgebaut, die in die Lage versetzt werden soll, zu jeder Zeit und an jedem Ort zentrale Machtstrukturen staatlicher und nichtstaatlicher Gegner chirurgisch auszuschalten. Seymour Hersh, der unter anderem die Folterungen in Abu Ghraib aufgedeckt hat, berichtete schon vor einigen Jahren von solchen Elite-Assassination-Programmen, also Programmen, mit denen gegnerische Eliten ausgeschaltet werden können. Zitat: Diese Leute sind in bestimmte Länder gekommen, haben weder mit dem US-Botschafter noch mit dem örtlichen CIA-Chef Kontakt aufgenommen, haben bestimmte Leute, die auf ihrer Liste standen, aufgespürt, exekutiert und sind wieder verschwunden. Und das alles ist jetzt offiziell und wird im Grunde zum neuen Konzept geostrategischer und geomilitärischer Perspektiven der USA.
Ich kann das eben alles nur andeuten. Wichtig ist, dass alle diese Prozesse sehr widersprüchlich ablaufen. Es gibt eben vielfältigste Interessengegensätze innerhalb der Kapitalistenklasse, das ist immer noch ein nützlicher Begriff. Es gab schon immer Konflikte zwischen Finanz- und Industriekapital, zwischen Schwer- und Leichtindustrie, zwischen Rüstungs- und Friedenswirtschaft. Der Konflikt zwischen Öl- und Internet-Eliten durchzieht die letzten 20 Jahre. Ich denke nur an Figuren wie Bush oder Al Gore, der sich selbst als Vater des Internet bezeichnet hat. Einerseits geht es um unsere reale Welt, unseren Planeten mit seinen Ressourcen, seiner Ökosphäre, sozusagen um die handfeste, stoffliche Seite der Reproduktion von Gesellschaft. Andererseits aber ist unser Planet auch eine Sphäre allgemeiner Kommunikation, nicht zuletzt auch weltumspannender Finanztransaktionen und natürlich auch ein Raum unübersehbarer, vielfältiger, kultureller und massenkultureller Äußerungen, in denen sich zurzeit Spannendes tut. Damit ist also insbesondere natürlich die Rolle des Internet, die neuen Kommunikationsmöglichkeiten, die dort entstanden sind, gemeint. Und auf dieser kommunikativen Ebene von Macht und Hegemonie geht es nicht mehr allein um den Kampf ums Öl oder progressiv um die Rettung der Ökosphäre, sondern um kulturelle Entwicklung und Perspektiven. Und da kommen wir dann zu den interessanteren strategischen Fragen einer Klassenauseinandersetzung, die nicht mehr nur innerhalb der Eliten, also zwischen Industrie und Finanzkapital, wenn man so will, stattfinden, sondern Auseinandersetzungen, wirkliche Klassenauseinandersetzungen, die tatsächlich zwischen oben und unten erneut begonnen haben. Das hat die zum Beispiel die Occupy-Bewegung denn dann doch zumindest ansatzweise gezeigt. Trotz dieser Antagonismen zwischen den verschiedenen Kapitalfraktionen, aber geht es also letztlich um die Erhaltung dieses kapitalistischen Verwertungsapparats insgesamt. Das System der unverdienten Geldakkumulation muss erhalten bleiben und das wiederum geht nur durch Bündnisse zwischen den Akteuren. Und auch vor dem Hintergrund der Euro-Krise haben wir es aber nach wie vor mit einem sogar verstärkten Hauen und Stechen, nicht nur zwischen amerikanischen, europäischen, arabischen, asiatischen Kapitalfraktionen, sondern auch innerhalb der Konzernwelt selbst zu tun, zwischen Banken und Industrie, zwischen Managern und Anteilseignern. Das erklärt ja zum Teil auch die widersprüchlichen Aussagen und Strategien, die wir heute im Kontext der Krisendiskussion beobachten können. Man kann nun die Auswirkungen dieses Systems, das ich hier nur andeuten konnte, natürlich, es ist komplex und noch gar nicht so ganz richtig erschlossen, zumal sich das alles noch im Fluss befindet. Gleichwohl kann man das, was jetzt passiert, gar nicht dramatisch genug schildern. Und deswegen will ich an dieser Stelle nur einmal Jean Ziegler zitieren, der das ja immer wieder und unablässig dramatisiert und uns vor Augen führt. Er schreibt: In den letzten Jahrzehnten sind auf der Erde unglaubliche Reichtümer entstanden. Der Welthandel hat sich in den letzten 12 Jahren mehr als verdreifacht. Das Weltbruttosozialprodukt fast verdoppelt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ist der objektive Mangel besiegt und die Utopie des gemeinsamen Glückes wäre materiell möglich. Und gerade jetzt findet eine brutale, massive Refeudalisierung statt. Die neuen Kolonialherren, die multinationalen Konzerne, ich nenne sie Kosmokraten, eignen sich die Reichtümer der Welt an. Diese neue Feudalherrschaft ist tausendmal brutaler als die aristokratische zu Zeiten der Französischen Revolution. Ich selbst würde in diesem Zusammenhang von einer kapitalismusbasierten High-Tech-Refeudalisierung sprechen, also von einer durchaus mit feudalen Strukturen vergleichbaren Veränderung der
Herrschaftsstrukturen, die aber nach wie vor kapitalismusbasiert ist, und das war natürlich die alte Aristokratie nicht, und die vor allen Dingen auch beflügelt wird durch die neuen technologischen Entwicklungen, insbesondere die digitale Revolution. Ich komme zum Schluss. Es geht im Augenblick nicht nur in den USA, sondern auch bei uns ans Eingemachte des Wirtschaftssystems. Das heißt, es handelt sich nicht nur um eine politische, sondern in erster Linie um eine ökonomische Krise. Folglich sind nicht nur das Bankensystem, der Blutkreislauf, sondern auch Knochenbau, Muskeln und Organe der Wirtschaft betroffen. In den USA war in solchen Krisenzeiten die Zirkulation des Spezialpersonals, also des Personals, das solche Krisen bewältigen konnte, Banker, Manager, Bürokraten, Politiker, schon immer, die Zirkulation war schon immer problemloser als bei uns. Man denke etwa an den amerikanischen Finanzminister Timothy Geithner oder an Omni selbst, da so Industrielle werden Präsidenten, Bankmanager werden Politiker und so weiter. Und diese Zirkulation war in den USA immer viel selbstverständlicher. Und sie beginnt nun natürlich auch in Europa um sich zu greifen. Was jetzt in Italien in Gestalt von Mario Monti, in Griechenland, in Spanien an Regierungsumbesetzung mit Technokraten passiert, ist also an sich nicht überraschend. Es zeigt eben, dass repräsentative Demokratie nur eine der möglichen Herrschaftsformen des Kapitals ist. Das Spezialpersonal für Geldfragen, die Banker, die jetzt in den Regierungen auftauchen und zentrale öffentliche Funktionen übernehmen, tun im Grunde das Gleiche, was sie immer getan haben. Sie dienen ihren Kunden. Insofern hatte Hilmar Kopper, weiß nicht, wer von Ihnen diese Sendung bei Günther ja auch gesehen hat, der frühere Chef der Deutschen Bank, völlig recht, als er sagte, die Banken seien doch auch nur Opfer der Finanzkrise statt Täter, denn sie hätten bei ihren ganzen Wettgeschäften ja eigentlich nur im Auftrag ihrer Großkunden gehandelt. Und das ist sicherlich nicht falsch. Aber dann muss man weiter fragen, wer sind eigentlich jene Kunden der Banken, deren Einkommen insbesondere aus Vermögen in den letzten Jahren um ein Vielfaches gestiegen ist, ganz im Unterschied zu den normalen Einkommensbeziehern und dem Mittelstand. In wessen Auftrag handeln die Banker, wenn es wirklich ans Regieren geht? Diese Fragen sind uralt und neu zugleich. Eine kleine, bestbezahlte Finanzelite hat über Jahrhunderte ein System aufgebaut, den Finanzmarkt. Aber sie sind nicht der Kern des Problems. Diese Finanzpolitik hat sich immer nicht ganz zu Unrecht durchaus als Dienstklasse gesehen. Und so geht es nach wie vor um die wirklich relevanten Geldeliten und die Superreichen mit ihren Stiftungen, Thinktanks, informellen Netzwerken, privaten Luxusfallen und Steueroasen. Und um es nochmal zu wiederholen, ich meine eben jene Schicht, deren oberste 500 Personen und Clans, wenn wir nur auf Deutschland blicken, mit Vermögen zwischen 150 Millionen und 18.000 Millionen Euro. 18.000 Millionen Euro, das sind die 18 Milliarden, die etwa die Brüder oder einer der Brüder Albrecht sein eigen nennen. Ähnlich dran ist, wie gesagt, kann man jederzeit nachlesen in der Sunday Times für die USA und die ganze Welt, in Forbes Magazin und so weiter. Solche Vermögen müssen ständig gesichert und vermehrt werden. Und dieses Bedürfnis nach ständiger Sicherung und Vermehrung setzt natürlich ungeheure gesellschaftliche und politische Energien frei, bis hin zum fast allgemein akzeptierten und immer wieder propagierten Credo, dass es den 90% der mittleren und kleinen und auch der ganz kleinen, die überhaupt kein Vermögen bzw. nur Schulden haben, nur gut geht, wenn es den ganz großen gut geht. Und die politische Klasse spielt dieses Spiel mit. Aber die politische Klasse ist eigentlich nicht naiv und ist eigentlich auch nicht so korrumpiert. Ich glaube nicht, dass die Politiker
hier und in anders wo und in solchen Kategorien zu fassen sind. Wer in einer Partei aufsteigt, kommt in Berührung mit den Lobbyisten, den Einflüsterern, passt sich an die Wünsche und Mechanismen der Medien an, die ja bis in den öffentlich-rechtlichen Sektor hinein den ökonomisch Mächtigen gehören und zumindest genau zuhören. Und in einer Gesellschaft, in der beispielsweise für die maximal 15% Aktienbesitzer, die wir in Deutschland haben, ständig über Gebühr ausgewalzte Börsennachrichten aller Art über den Äther laufen, in der jede politische Entscheidung kaum mit sozialen oder gar ethischen Argumenten begründet wird, sondern immer nur in Cent, Euro und Prozenten, kann man nicht erwarten, dass Politik letztlich etwas anderes als die diensteifrige Verteilung des Geldkuchens betreibt. Außerdem merkt man auf Schritt und Tritt, wie international vernetzt, trotz aller Konkurrenzkämpfe etwa zwischen Wall Street und Brüssel, das große Kapital ist, wenn schon deutsche Bankaktien zu 50% in ausländischem Besitz sind und Daimler-Benz zu großen Teilen den Saudis gehört. Also, mit was für Karten da gespielt wird, das wissen die entscheidenden Politikerinnen und Politiker genau. Nur können nicht alle genauso gut blöffen wie unsere Kanzlerin. Ist die EU überhaupt schon ein richtiges politisches Projekt? Die EU war, wie gesagt, von Anfang an ein ökonomisches Projekt. Natürlich machte man bei ihrer Gründung allgemeine politische Stimmung zunutze. Natürlich wollten die Menschen ungehindert und bequem nach Italien, Spanien, Griechenland reisen oder möglichst problemlos bei nördlichen oder westlichen Nachbarn auf Jobsuche gehen oder die ungeheure kulturelle Vielfalt Europas genießen. Und das alles nach diesen schrecklichen Kriegen in Frieden. Aber so wie Technokraten und Bürokraten in Brüssel aufgestellt werden, so wie die Heere von Lobbyisten es sich dort gemütlich gemacht haben, so wie das Europäische Parlament mit ein paar Machthäppchen abgespeist worden ist, war von vornherein klar, dass Eurozone und EG den ganz großen, längst global vernetzten ökonomischen Interessen dienen sollten. Und so werden diese großen Vermögen samt deren Mehrern, Beschützern, Rechtfertigern und Minnesängern unter allen möglichen Zukunftsbedingungen ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen versuchen. Und sei es auf Kosten des kapitalistischen Systems selbst. Neulich haben mich die deutschen Mittelstandsnachrichten, das ist eine Online-Zeitschrift, von der ich bis dato nichts gewusst hatte, gefragt, ob gegen dieses Ausbeutungsprojekt, das eigentlich nach deren Meinung die Eurozone darstellt, ob gegen dieses Projekt nicht eine Revolution denkbar ist. Nun, eine Revolution, das ist ein schwieriges Wort. Die Verhinderer von Revolutionen haben historisch enorm dazugelernt. Ihr Arsenal reicht heute von brutaler Waffengewalt, rücksichtslosen Überwachungstechniken bis zu höchst subtilen, weichen Formen der Machtausübung und Beeinflussungskunst. Revolutionäre hinken dagegen aus vielerlei Gründen weit hinterher, nicht zuletzt was die theoretische Durchdringung dieser Zusammenhänge betrifft. Aber sie beginnen aufzuholen. Da spielt selbstverständlich auch das Internet eine Rolle. Es ist ein großer Fortschritt, dass sich mit Bewegungen wie Occupy und 99% in den Köpfen von uns allen einige Einsichten, und zwar erst seit ein, zwei Jahren, festgeschrieben haben, hinter die nicht mehr zurückgefallen werden kann. Und diese drei Feststellungen will ich an den Schluss stellen. Erstens die Einsicht in die extreme Ungleichheit der Einkommen auf nationaler und dann noch einmal globaler Ebene. Zweitens das Wissen um den extremen Einfluss von Geldmacht auf alle Formen der Politik. Und drittens das Wissen um den extremen Einfluss, den das Bankensystem symbolisiert durch Wall Street im Interesse von 1% der Weltbevölkerung alles, was geschieht, ausübt. Eine künftige Revolution wird also anders, hoffentlich friedlicher enden als alle bisherigen.
und sie wird aber irgendwann tatsächlich ohne Alternative sein. Weil, so kann man es vielleicht umschreiben, kapitalistisches Eigentum sich tendenziell selbst zu verschlingen beginnt und weil vielleicht irgendwann niemand mehr hingeht oder mitgeht, wenn der Kapitalismus ruft. Vielen Dank.